Gleich mehr bei uns in der Sendung zu folgenden Themen. Außerdem sucht die Polizei in Nordrhein-Westfalen eine Hundequäler. Es geht um diesen Hund. Der Mann soll diesen Hund nämlich, das ist der Vorwurf, zu Tode getreten haben. Und dann gucken wir noch in der Sendung. Und gleich geht's los. Wir sehen uns hoffentlich. Herzlichen Dank an die Nachrichten und willkommen heute zu Brisant. So würde man es sich wohl ungefähr vorstellen, dass die Filmfigur um ihren Helden Chewbacca weint. Ja, Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew ist gestorben. Sie haben es vielleicht gerade gehört in den Nachrichten. Die Star Wars-Fans weltweit, die sind heute voller Trauer. Wir berichten darüber, haben die Bilder, machen wir alles später im bunteren Teil der Sendung. Jetzt gucken wir aber erstmal auf den Tag. Auf Straßen gern mal und das auch auf Autobahnen. Klar gelten im normalen Straßenverkehr auch die echten Regeln, also Geschwindigkeiten müssen eingehalten werden. Doch da sah die Polizei in diesem aktuellen Fall eben Probleme. Man muss kein ausgesprochener Hundefreund sein, um erschreckend zu finden, was da vor einigen Tagen in Geldern bei Kleve passiert sein soll. Dieser Hund hier soll nämlich von einem anderen Hundebesitzer so getreten worden sein, dass er durch diese Verletzungen dann starb. Das ist der Vorwurf. Die Polizei ermittelt und inzwischen gibt es bereits Hinweise. Jetzt geht es hier bei uns um eine Riesensauerei. Wenn das zu Hause passiert, dann ist es einfach wahnsinnig ärgerlich. Rohr verstopft, alles läuft über. Man kennt die Situation, das Drama ist dann da. Was macht man? Klar, man ruft sich Hilfe übers Telefon gern. Anbieter gibt es ja viele. Erste Telefonnummer rausgeguckt und dann angerufen. So hat es Sigrid Kreicher auch gemacht. Und dann hatte sie den noch viel größeren Schlamassel. Da war das verstopfte Rohr nur der halbe Ärger. Jetzt habe ich mich mal direkt zu ihm ans Wasser gestellt, denn wir haben ihn wirklich lange begleitet. Und jetzt wollen wir auch wissen, wie geht's ihm, hat er es geschafft. Um Weihnachten, da ist Jean-Jacques Savin, stolze 72 Jahre alt übrigens, in diesem Holzfass, das Sie da sehen, aufgebrochen, um sich über den Atlantik in die Karibik und jetzt kommt es allein treiben zu lassen. Das ist schon eine ungewöhnliche Vorstellung vom Rentnerleben, aber bitteschön. Warum nicht? Er ist irrsinnig fit, muss man dazu sagen. Und Sie werden staunen, wie gut man in so einem Fass unterkommen kann. Nur das Schaukeln, ne? Das muss man aushalten. Und die wenigen Spaziergänge. Ja, wie schön wird da der erste Spaziergang sein. Wir haben noch mal Nachrichten für Sie. Immer wieder werden ja alte Fliegerbomben in Deutschland entdeckt. So war das jetzt auch in Bochum. Und da musste man reagieren. Jetzt geht es hier bei uns um einen irren, fast unglaublichen Fall, muss man wirklich sagen, von einer Koma-Patientin in Bad Aibling, die nach 27 Jahren im Wachkoma dann tatsächlich wieder aufgewacht ist. Kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen. Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Wie erlebt man die Zeit dazwischen? Was weiß man noch? Und kann man all das wieder aufholen? Wir haben mit Carola Timm darüber gesprochen, die sogar ein Kind im Wachkoma zur Welt gebracht hat. 5 Jahre später ist sie dann erwacht. Und über den Weg zurück hat sie ein Buch geschrieben und uns sehr eindrucksvoll erzählt. Ja, ein mutmachender Blick auf das Leben, was alles möglich ist. Wir gucken auf die Prominenz, heute natürlich auch die Star-Wars-Gemeinde, die weint um ihr liebstes Kuscheltier, ihren großen Helden. Dann haben wir Thomas Anders, der macht Dieter Bohlen Konkurrenz, zeigen wir. Und dann müssen Lindenstraßen-Fans unbedingt was wissen. Alles das jetzt. Ich fühle mich gerade wie Harrison Ford. Wir sind tatsächlich ähnlich groß oder auch ähnlich klein, wenn wir neben Chewbacca stehen. Also das passt. Beziehungsweise eben neben dem Mann, der ihm Leben, Herz und Seele geschenkt hat und tatsächlich so riesengroß war. Der Schauspieler Peter Mayhew ist gestorben und die ganze Star Wars-Gemeinde, die weint heute um diesen Mann. Denn der Hype um Chewbacca, der war auch außerhalb der Filme immer riesengroß. Wow. Und ich empfehle unbedingt brisant.de, da haben wir nämlich lustige und spannende Facts zusammengestellt für alle Star Wars-Fans nochmal zum Erinnern und Mitschwärmen. Ja, jetzt machen wir noch ein bisschen Musik. Das hätten sich die beiden sicherlich auch nicht gedacht, dass sie sich nochmal selbst gegenseitig Konkurrenz machen. Dieter Bohlen ist gerade unterwegs mit was genau? Genau, Modern Talking Songs. Und was macht jetzt Thomas Anders? Der ist auch unterwegs. Mit neuen Songs auch, aber eben auch mit Modern Talking Songs. Zum Glück ist der Thomas Anders eine coole Socke und nimmt all das immer mit Humor.
Ja, der Mann ist immer unterwegs. Deshalb alle Tourdaten gibt es bei uns im Netz brisant.de. Einfach mal reinklicken. Dann wurden heute in Berlin eifrig Anzüge und Abendkleider gebügelt und es wurden Dankesworte geübt, denn ja, es gibt wieder Preise. Es gibt wieder was zu feiern. Es ist nämlich Filmpreis und wir sagen Ihnen, wer, was und wieso überhaupt. Susanne Kleen ist nämlich für uns da und da ist sie schon, liebe Susanne, schick gemacht. Mensch, hast du sie alle gut reinbegleitet? Es müsste bald losgehen, der Teppich ist fast leer. Das wäre und vergoldet. Du musst jetzt rennen, reinflitzen, damit du nichts verpasst, denn wir wollen ja alles morgen von dir hören, alles rund um den Filmpreis. Vielen Dank, Susanne. Grüße nach Berlin. Genau, morgen dann also alle Highlights, alle Gewinner, wer da gejubelt hat, morgen bei uns hier in der Sendung bei Brisant. Ja, jetzt gibt's gute News. Oh Baby, Baby, gerade ist was los. Baby News hoch zwei heute eigentlich gleich. Blake Lively und Ryan Reynolds werden nämlich zum dritten Mal schon Eltern. Riesenglückwunsch. Gerade erst haben sie es verraten. Und sie sind nicht das einzige Paar, bei dem man sich heute mitfreuen kann. Wir haben noch eins. Ja, gute Botschaft von Herbert Grönemeyer. Können wir noch mal wiederholen. Geht alle wählen. So, und jetzt, haha, wir sind froh, dass es Fernseharchive gibt. Das macht nämlich Riesenspaß. Schauen Sie bitte schön mal dieses Bild hier an. So hat es damals tatsächlich angefangen. Lang, lang ist es her. Mit Andrea Spatzek in der Lindenstraße. Hätte sie nie gedacht, was dann passierte. Damals ist sie Mitte 20 am Anfang. Und geführt hat sie dann ja die nächsten Jahre in der Lindenstraße gelebt. Es gab Männer, es gab Kinder, sie kamen, sie gingen. Natürlich ist die Frage sehr, sehr spannend. Jetzt danach, wir wissen ja alle, es soll enden mit der Lindenstraße. Gibt es für Sie einen Plan B, was soll kommen in der Zeit danach? Und gesprochen haben wir zu einem sehr schönen Anlass, denn sie hat Geburtstag. Glückwunsch. Na, unbedingt beides und das mit der Zweitkarriere beobachten wir. Ja, und heute Abend tummeln wir uns natürlich weiter beim Filmpreis in Berlin. Heute Abend ja die große Entscheidung, wer geht mit der begehrten Lola nach Hause und wer hat die größte Robe, den schönsten Auftritt, wann gibt es die größten Tränen. Wir werden alles beobachten für Sie und morgen verraten wir es Ihnen hier dann in der Brisanz-Sendung. Und jetzt nochmal Blick auf die Zeit. Genau, morgen 17:10 Uhr. Bisschen früher als unter der Woche. Wir freuen uns auf Sie und jetzt einen schönen Freitagabend. Tschüss.